So, weiter geht's hier. Erst eine Hand gespielt, doch nichts Großes passiert und für uns nochmal die Gelegenheit, auf unser Twitter-Account hinzuweisen. Und zwar #LPP10, 10 als Zahl. Ich sehe alles und ich sehe auch jetzt schon die Kommentare. Großartig. Da werde ich direkt mal ein paar Antworten rausschicken. Und wir versuchen, wie beim letzten Mal, unseren Twitter-Account wieder in die Top 10, glaube ich, reinzubringen. Das sollte uns hoffentlich auch gelingen. Oder mit eurer Hilfe einfach mal irgendwelche Kommentare da reinschreiben, Anmerkungen oder einfach nur Spaß, Tweets, was auch immer. Spaß-Tweets lese ich nicht, aber alle anderen Tweets lese ich, da bin ich dabei. Pizza schon? heißen. Das können die schon mit dem Chip jetzt schon sehen, was ich da habe für eine Karte. Ja, dann zieh ich mal einen Pullover an. Ich habe gehört, es soll jetzt eine Maschine rauskommen, die schafft es, das Brot von beiden Seiten gleichzeitig zu rösten. Oh, nice. Nein! Das glaube ich nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Der Hammer, oder? Das ist der Hammer. Da mache ich mit Call mit. Ich calle auch. Ja. Oh, der Philipp. Verunsichert uns jetzt nur. Nicht durch seine Brille. Also ich habe mich entschieden, meinen Schatz. Ja. Philipp hier mit Ass-Bube. Zwei Spieler sind bereits mitgegangen mit Oliver Pocher und dem Luca. Race of 1000. Ich verstehe nicht, warum die so viel Spaß haben. Ja, noch jetzt erstmal Erhöhung vom Philipp auf 1000. Philipp, der hat sich online hierfür qualifiziert, kommt aus Berlin, ist aber Hobbyspieler, ist also keiner, der, sag mal, mit dem Pokern sein Geld verdient oder so. Oliver ist dran. Oliver Pocher ist dran. Mit dem Paar Sechser. Nimmt das auf jeden Fall ordentlich ernst, wie man hier sieht. Konzentrierter Blick. Er sagte ja, dass er bei Stefan Raab schon mal mitgespielt hat und da als Erster vom Tisch gegangen ist. Und das wird wahrscheinlich jetzt auch durch seinen Kopf gehen. Was ist, wenn ich jetzt hier mitgehe und in ein höheres Pärchen vielleicht laufe gegen den Philipp und hier wieder als Erster vom Tisch gehe? Ja, man muss nicht jeden Rekord aufstellen. Jetzt mal überlegen und ich glaube, jetzt hat er sich gerade zum Pass entschieden. Nee, ich noch hier. Ich muss ja gar nicht fragen. Was du heute gemacht hast bei deiner Anreise. Ja. Viel Spaß übrigens beim Kommentieren im Hintergrund. Der Kev gibt sich alle Mühe, die Kommentatoren zu unterbinden an der Stelle. Ja, ich überlege gerade, weil da jetzt bin ich eigentlich schon fast kurz davor, wenn es jetzt hier schon, wenn er schon mit dem Tausender reinkommt, schon meinen ersten Goldenen zu setzen. Ja, das wäre vielleicht jetzt gar nicht so schlecht, den Joker zu ziehen. Er geht raus. Jetzt, Luca sollte mit seiner Hand in jedem Fall rausgehen. Macht er auch. Das ist die falsche Methode, wir sind aber viel zu ängstlich. Und der Philipp, oh, der hat die Sonnenbrille schon aufgesetzt. Josef, weißt du, wieso viele Pokerspieler, auch Profis, so eine Sonnenbrille aufsetzen beim Spielen? Weil sie nicht genug Skill haben, um ein Pokerface aufzusetzen. Und das ist ein Hilfsmittel, um dieses Pokerface quasi künstlich herzustellen. Ja, auch, aber es gibt auch so eine, zum Beispiel die Pupillen, die erweitern sich, wenn man zum Beispiel freudig, also wenn man was Positives sieht. Und da kann man das also schön mit kaschieren. Und man sieht natürlich auch, oder beziehungsweise wenn man andere Spieler beobachtet, dann wissen die ja nicht, dass man sie beobachtet. Das ist auch ein Grund, wieso man eine Sonnenbrille auf hat. Natürlich immer dann schwierig, wenn man so eine blonde Frau wie Hitler Fashion am Tisch sitzen hat, weil die Pupillen ja generell schon geweitet sind bei den ganzen Herrschaften. Schade. Deswegen zieht er jetzt auch hier Kev sich sofort die Brille an, weil bald hat er nichts mehr außer Pupillen im Auge. Es ist, glaube ich, aber gar nicht seine, sondern Hardys Brille, die sich da kurz ausgeliehen hat. Kev mit dem Race auf 300 und ich weiß, der war ja auch schon mal hier, der kann pokern, also das ist jetzt... Der ist zuletzt rausgeflogen. Ich glaube, Zweiter oder Dritter ist er geworden. Ich meine, Felix Rotpilz war Dritter und... Ja, stimmt. Kev war Zweiter. Ich erzähle die gerne mal. Hat kläglich versagt letztes Mal. Mal schauen, wie er es diesmal macht. Ist mein Mikro an? Philipp Colt auch, Spieler. So, Pocher hier hochkonzentriert. Auch Konkrafter hochkonzentriert hier, trotz Hawaii-Bändchen. So, Bube 4-2 und der Bube getroffen von Oliver. Nein, das war nur ein nervöses Überlegen. Allerdings auch zwei Herzen dabei. Das heißt, LP mit Kev hat auch jetzt eine richtig gute Ausgangsposition. Könnte ein Riesenpott werden. Einmal noch zum Mega-Gut hier. Wir gucken uns das mal an. 100. Vive scheint auch ein bisschen aufgeregt zu sein hier. Den nervösen Finger. Ah, ja, gut. Race of 1000. Hat Diana sie überpupillen? Was?
Race auf 1000 von Oliver Pocher und ich glaube nicht, dass Kev hier rausgeht. Ja, die möchte ich gleich wieder. Er ist schon mitgegangen, die 1000. Jetzt geht es zurück zum Hardy und der sollte allerdings jetzt seine Hand entsorgen. Macht er auch. Jetzt wird spannend. Die bringt mir gerade kein Glück. Das ist. Kommt ein Herz, kann es hier die letzte Hand schon für Oliver Pocher werden. Und da ist das Herz. Da lege ich nochmal einen Tausender rein. 1000. Das wäre jetzt, fände ich jetzt doch wirklich unangenehm, wenn er schon so früh fliegt. Und jetzt hat er. Aber Oliver Pocher hat noch die Herz 9. Das heißt, wenn die Gabi jetzt gleich noch ein Herz umdrehen sollte, dann ist wieder Oliver Pocher vorne. Das passiert heute nicht mehr, Kev. Da drunter ist 1000 wird er, glaube ich, noch bezahlen jetzt. Der zweite Belauf, das ist ja noch Inkognitor, als ich sonst schon bin. Inkognitor, ja, wir kennen ihn nicht. Jetzt die Doppelsonnenbrille bei Kev. Doppelsonnenbrille und nur 50% Grammatik. Das ist unser Kev. Kev sieht gar nicht mehr durch zwei Brillen. Du kannst ja mal zeigen. Ja? Ja. Okay, machen wir mal den Thomas Gottschalk Gedenktest. Oh, sehr fokussiert hier. Du, ich habe nichts zu verlieren. Ich möchte gerne mal einen Profi holen. Oh. Joker, lass die Joker bitte. Ordentlich. Oh, aber gut so, sonst behält sich im Spiel. So, dann muss ich jetzt mal kurz rein und mich an den Tisch setzen. Nee, du bist glaube ich nicht gemeint. So, so. Die Nathalie. Profispielerin aus dem Team PokerStars. Okay, warte. Sag mir erstmal, was passiert ist. Okay, also... Er muss sagen, was er hat. Ich habe einen Blind. Wann? Okay. Am Flop waren 5 Spieler, die nur bezahlt haben. Die Blinds. Am Flop. Also Lind. Hat. Ja, ach, am du Flop, hast die Sendung gar nicht Flop gesehen, oder was? Hat Hardy. Ich dachte, ich habe einen Profi geholt. Ich kann nicht meinen Joker am Flop hat Hardy 100 gewettet. Jetzt musst du da durch. Noch ein drittes Mal. Am Flop. So, hör zu. Hör zu. Am Flop hat Hardy 100 gemacht. Oliver hat geraced auf 1000. Kev hat gecallt. Hardy hat gebastelt. Am Turn. Bettet Oliver 1000, Kev macht 2000 und jetzt bist du dran. Okay, wie viel haben wir denn hier? Ach so, jetzt, ach, jetzt gehst du für mich gleich all in, oder was? Nein, ich guck nur, wie viel wir hier haben. Okay, ja. Ja, cool. Nathalie, geht die 1000 mit? Spielt sie jetzt auch die ganze Hand für den Oliver durch, oder? Wahrscheinlich ja, ne? Man kann die Angst durch die Brille sehen. So, kein check, weiteres Herz. Check. Das heißt, Kev gewinnt in jedem Fall die Hand. Die Frage Flash ist... Er sitzt gut nicht mehr. Er hat ein bisschen Angst gekriegt. Darf ich zeigen? Nein. Okay. bitte schön. Alles gut. Ja. War aber günstig. War günstig. Das kann jetzt nicht sein. Jetzt ernsthaft. Dafür habe ich dich. Er hat mir jetzt quasi den Arsch gerettet. Geil. Oh Mann, ja, das war doch ein Schnäppchen. Die Brille, sei froh, dass weil, Brille weil meine Augen die ganze Zeit so. Nee. Also, aber er hat nur 1000 mehr verloren, als er überhaupt verloren hätte. Ganz kurz, dafür habe ich jetzt einen Experten geholt. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Da kommt hier eine mit so einem Beauty-Blog um die Ecke, die Sendung nicht verfolgt hat und sowas halt. Lässt sich die Sendung nacherzählen, da hätte ich ja selber machen können. Nur nicht mal das. Wie geil ist das denn? Also dafür habe ich jetzt hier mitgespielt. Alter. Er braucht sowieso keinen. So, ich habe wieder einen also, Joker. 50 oh. Ich glaube, jetzt habe ich die Joker-Karte vom Philipp weggenommen. Vom Wildcard-Gewinner, der sich ja gegen Tausende von Konkurrenten qualifiziert hat. Wenn ihr da vielleicht auch mal mitspielen möchtet oder bei der nächsten Sendung dabei sein möchtet oder vielleicht mal gegen die Geissens auch Pokern spielen möchtet in Miami. Auf der Mitte des Tisches seht ihr, wo es möglich ist. Ready, pass? Du hast doch nichts hast du. Ja, traurig, du und Asse bei Kev. Ja. Und jetzt könnte es den Luca richtig kosten, weil der hat auch eine gute Hand. Ass, Bube. Alles. Ja, und 10 aber Oliver Pocher, das sind jetzt 3 fette Hände. Jetzt wird's spannend. Wie viel habe ich denn da liegen? Ich habe da 3 Stück liegen. Ja komm, weißt du, einen können wir mal investieren. Scheiß drauf. Ey. Gleich in der Pinke. Kev mit dem Race auf 1000. Hardy geht mit 9,7 von Herz. Oliver Pocher geht mit, die 1000. Und ich glaube auch der Luca wird hier. Geile Brille. Alle haben so geile Brille. Was ist da los? So, komm, jetzt. Also viele denken ja auch, das wäre eine Spaßveranstaltung hier, aber das ist schon bitterer Ernst. Ne? Also, das wir wieder. Ich merke das auch schon. Jetzt knallt's hier. Jetzt, ich glaube, jetzt könnte der erste Spieler ausschalten. Philipp Fohle. Alter. So eine Welle. 5 Spieler. Oh, Hawaii. Der Lukas, ich glaube, der hätte sich besser aushalten sollen hier mit 10-7. Ja. Schade. 3 Asse.
Ich beginne. Also, der 10 ist doch fein, ne? Die 9 von Hardy getroffen, ja, paar 10er bei Oliver Pocher bleibt. Das ist meine Lieblingskarte. Ja, ja. Naja, jetzt kommt drauf, es kommt drauf an, wie hoch der Cap rangeht. Ob er jetzt mit einem hohen Einsatz die Gegner vielleicht verschreckt. Check. 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 Ach, 2000 von aber ich glaube, der Luca, dem wird noch richtig was kosten jetzt. Kein Thema. Ja, der macht das aber auch geschickt. Ja, du kennst ja deine. Mich kann man halt nicht lesen, weil ich immer lache. Das war krank. Oh. 2000 sind gesetzt von LP mit Kev. Alter, das war ich ganz sicher. Hardy, ich möchte dir gerne zurufen, schmeiß die Hand weg. Ich habe hier meine Siegeströte. Ich könnte kurz reingehen, ich muss ihm sagen. Ja, nicht die ganz ruhig. Deine also. Ihr seht links unten, seht ihr auch die Prozente, die zum jetzigen Zeitpunkt die einzelnen Spieler haben. Das heißt, wenn ich hier nicht ein Wunder passiert, dann wird... Der macht echt seine Psychospielchen hier. Tja. Ich glaube, jetzt würde Oliver Pocher gerne den zweiten Joker setzen. Oder ziehen. Da geht die Pumpe. Flash ist das Höchste. Ich liebe diese kleinen Sätzchen, die die Spannung hochtreiben. Schwierige Entscheidung bisher. Muss man auch wirklich sagen, jetzt für Oliver Pocher. Drei Hände oder vier Hände, die er gespielt hat und jedes Mal war es schwer. So, Olli, wenn du mit den Pinken nach oben reichst, dann können wir über den reden. Aber dann macht ihr auch wieder nichts, als dich loszuwerfen. Ja. Hast du den Kanal von Oliver Pocher auch schon abonniert? Oder? Abonniert noch nicht, aber ich habe heute schon reingeguckt. Werde ich mir später mal geben. Ich habe heute erst erfahren, dass er einen hat tatsächlich. Ich kannte ihn nur aus dem Fernsehen. Du bist noch nicht vom Tisch, oder? Ich noch nicht. Ich überlege gerade, ob ich All-In gehe oder nicht. Dann bist du vom Tisch. Nee, nicht bei dir. Ja, doch, diesmal hat der Kev die Wahrheit gesagt. Dann bist du raus. Ja, ja. Okay. Aber der Oliver ist bei Twitter, glaube ich, ganz weit vorne. Ne? Ich habe das gesehen, der hat über 600.000 Twitter-Follower. Wow. Da passiert das schon ordentlich. Verschmilzten ja. Augen. So, Luca jetzt. Der denkt natürlich auch mit seinem Ass-Bube. Da sieht's gut aus. Ich halte schon mal bereit. Ganz ruhig. Oh, diese Brise, Kev, Alter. Wirst du aber gerade ein bisschen hoch, ne? Wunderbar. Die Hybris komm mal runter. Die Hybris schlägt zu. Ja, Fallos hier, ne? Im Moment verlieben sich doch recht viele online in den guten Concrafter, wie ich höre. Ja, das habe ich gerade gesehen. An der Brille zu. Das kann er anders auch. Ja, dann wünschen sich wahrscheinlich jetzt viele, dass er hier seine Hand weglegt. Danke, aber ich lehne ab. Oder du tauschst mir einfach was. Du musst ja das Schmerzensgeld also, zahlen. Wir brauchen langsam die Entscheidung. Ich gehe raus. Richtig, gute Richtung. Ja. Race of 5000, oh, Lukas. Also du bist ja auch noch dabei. Ich bin auch noch da. Wow. Also den 5 und 2 weg. Ja. Der Lukas kommt auf jeden Fall mit dem Bluff jetzt hier um die Ecke. Und das ist der falsche Zeitpunkt. Das ist der absolut falsche Zeitpunkt. Also ich kann wieder setzen. Was wird das jetzt, ne? Oh, 300. Der setzt 5000, dann 300. Wie viel hat er noch? 4000, dann gehe ich 4000 rein. Kev hat sich hier schon seine Tröte bereitgelegt. 4000. All-in für dich. Ach nee, ist nicht ganz All-in, aber... Dann hat man ja verloren. Also wenn du 5000 reinschmeißt, dann gehst du jetzt nicht mehr rauf. Das wird genau so. Ah, ja, okay. Ja. Genau All-in. So, Josef, jetzt ist natürlich eine folgende Situation. Der liegt zwar gnadenlos hinten, ja noch einen der Lukas, nee, aber wenn jetzt als letzte Karte, wenn er mitgehen sollte, noch eine 8 kommen sollte... Und nicht mit deinem Popling. Dann gewinnt er den Pott sogar, mit der Straße. Der trifft dann mit einem Ass und denkt, er kann mitgehen beim Meister. Das wäre jetzt verfeuert. Das ist ein offenes Buch. Da musst du dich jetzt echt trauen, ohne Scheiß. Bist du wirklich hergekommen, jetzt direkt wieder zu gehen? Ja. Lass dich doch hin. Okay, aber darf ich jetzt zeigen? Hier, zwei Asse. Er ist all in. Ich hätte sowieso gewonnen. Nee, er ist nicht. Er ist rausgegangen. Ich dachte schon. Du hast einen Ass getroffen, oder? Ich hatte gar nichts. Das ist es ja. 9,6. Blinderhöhung. Hätte ja nicht 100, 200. Gut, dass Luca 100, Philipp 200. Wir haben einen massiven Spitzenreiter mit Kev. Er ist natürlich auch trainiert. Was willst du da machen? Weil das ist gerade ein bisschen krank. Läuft bei mir, ne? Diesmal muss ich auch gewinnen, nachdem du mich das letzte Mal abgezogen hast. Geht es tatsächlich im Moment größtenteils um Concrafters Brille? Aber ich habe auch unverschämtes Glück, oder? Du siehst ja die Prozente da auch, ne? Ich. Das ist das. Du, das so war, also ich hätte gar nicht verlieren können. Doch, du hättest also Kev mit großem Vorsprung. Alle haben bisher ein paar Chips schon verloren. Oh. Ja, und Lukas, so also Vive HD. Ah, der braucht schon fast ein bisschen Hilfe jetzt. Aber ich muss ruhiger werden. Kev? 200?
So, diesmal relativ viel Grütze unterwegs bei den Händen. Achso, aber der Blind ist 200 zumindest. Ja. Okay, genau. Ihr könnt online gerne auch schreiben, für welches Team ihr seid. Die Blinds sind erhöht worden. Sind zwar keine Teams, aber sie haben schon wieder angefangen mit dem Hashtag Team. Zweimal Spannung pur, ich muss ein bisschen runterfahren, um XY zu spielen. Dann macht das gerne. Aber schau dir das an. Ich habe was vergessen. Luca, 100 drauf, wenn du mitgehen möchtest. Was? Das sieht's auf einmal her. Die Stimmung am Tisch auf jeden Fall sehr ausgelassen und ja, entspannt. Die muss ich auch nochmal machen. Das wird sich wahrscheinlich ändern, je weniger Leute am Tisch sind. Kommt auf jeden Fall gut. Oh Mann. Luca beginnt. Probe 10-5 und ja. Live-Vlog. Kev auf jeden Fall mit der optionalen Straße, falls eine 7 oder eine Dame kommt. Ich zeige live meine Karten. Kann ich checken einfach? Ja. Check. Check. Der Einzige, der bisher getroffen hat, ist check. Der Philipp mit der 5. Hey, natürlich, nur wenn ich was habe, sitze ich. Ja, ach so. Na klar. Neue Setzrunde, man kann wieder checken. So, jetzt haben wir den Hardy, der den König getroffen hat, aber auch der check. Luca. Check. 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 Und es kommen ja immer 5 Karten in die Wertung, das heißt, das bei Hardy und Luca wäre es jeweils das Paar Könige, dann der Bube und die 10 aus der Mitte. Und dann kommt es drauf an, wie die 5. Karte nachher ist. Jetzt wäre es ein geteilter Pott zwischen Luca und Entschuldigung, Weifer, der hat jetzt das Ass getroffen. Gerade Probe 3 dann, ne? Check noch setzen. Ich überlege gerade. Okay. Wenn jetzt hier nochmal durchgecheckt wird, dann gewinnt Weifer D den Pott. Check. So, Hardy. Durchgecheckt. Oh, oder setzt der Hardy nochmal? Keiner von euch hat eine Straße oder ein Ass. Keiner von euch hat jetzt gerade irgendwas gesetzt. Na, dann wäre es ja die richtige Chance, jetzt zu checken. Richtig eingeschätzt. Ja, komm, scheiß drauf, einfach mal. Aufdecken nach der Reihe, nach dem Button. Fängt an? Aufdecken. Ja. Aufdecken, ja. Ein paar König. Straße sind geschlagen. So. Was? So, wir wissen ja schon, dass Weifer D hier den Pott gewinnen wird. Hardy. Wichtiger Pott für ihn. Ja. Straße gewinnt. Straße wäre jetzt die Straße, was? Nee. Asse. Nein, Dame. Dame. Niemand hat. Die Asse gewinnt, hat sie gesagt, nicht Straße. Ein paar Asse, ein paar Asse. Ja, bei mir. Guck, so langsam wollte ich da auch. Hast du alleine nehmen. Ja. Alter, das muss ich sagen. Ich komm noch dran. Also ich hätte es echt nicht erwartet. Ah, das war ja echt. So zweimal dran, so ein verdammtes Glück gehabt. Und dann denkt man wirklich, kann ich mitgehen? Geht mal mit? Ja. Anfang war das Fleisch noch für dich. Kevin nutzt hier auch jede Pause, um schön viel über sich zu reden und die Leute einzulullen. Also pokermäßig hat er hier die Manipulation ganz weit nach vorne gebracht. Hat er beim letzten Mal auch schon gemacht. Und ja, das, der ein oder andere lässt sich vielleicht auch dadurch beeinflussen. Er weiß ganz genau, was er tut. Ich habe jeder 2 Euro eingesetzt, weil ich einen Dönerkopf immer gewonnen hatte. Und ich hatte immer so großen Hunger beim Spielen. Check. Und da musste man natürlich ein bisschen in die Vollen gehen, wa? Hallo, checken. Achso, Entschuldigung. Call. Ja, genau, da musste ich in die Vollen gehen, weil sonst wäre ich ohne Döner zu Hause. Call. Ja, natürlich. Call. Aufpassen, dass er keinen Höhenflug bekommt, der Kevin hier. So, auch jetzt wieder keine Premium-Hand hier unterwegs. Philipp. Aber beim Pokern gibt es natürlich auch noch eine Waffe, die heißt Bluff. Man kann vielleicht eine Geschichte erzählen und so tun. Als wenn man was richtig Gutes hat. Ich immer ohne Bart vor. und im Blond. Aber die sagt auch ja, ne? 200 bezahlt. Ja, das ist ja, auf Twitter geht es gerade viel darum, wie konzentriert Sturmwaffel ist. Das ist richtig, der hält sich gerade sehr zurück. Spielt ein stabiles Spiel. In der Anfangsphase muss man auch noch gar nicht so aktiv sein. Also wichtig ist es nachher, wenn die Blinds etwas höher sind. Und ich habe den Sturmwaffel oder beziehungsweise den Freddy ganz, ganz oben auf meiner Liste. Ich glaube, der wird hier auch noch dabei sein, wenn es ins Finale geht. Alles klar. Das war beim letzten Profispieler, oder sich qualifiziert genauso. Das Ganze mitgegangen, keiner hat sich getraut. Am Ende habe ich mich getraut, dann ist er rausgegangen. Sorry. Rollen übers Feld. Bube getroffen, sowohl von Oliver Pocher als auch von Philipp. Und Flush Draw bei Hardy. Sehr, sehr interessanter Flop hier. 1500 gesetzt vom Wildcard-Gewinner von Philipp. Ja, wir sind's. Ja. Hardy ist mitgegangen und Oliver Pocher wieder mit einer schweren Entscheidung. Das läuft hier nicht so ganz nach Plan bisher. Absolut richtig. Für den Hannover 96-Fan, der gestern Abend ja wahrscheinlich ein bisschen traurig war, dass Hertha BSC in der letzten Minute oder fast in der letzten Minute noch den Ausgleich geschossen hat gegen Hannover.
Danke. Warte ab. Lustig, kriege ich wieder. Ja, genau wie beim Fußball kannst du auch hier ganz schnell umkippen. Sexy Horst fragt gerade online, wer denn hier am Tisch heute Abend der Süße ist. Ja, ich vermute, das ist wahrscheinlich dann doch der Oliver Pocher. Die anderen sind einfach zu nah dran, die sind in einer Kategorie. Olli ist hier so der Erfahrenste, finde ich jetzt persönlich der Süßeste. Also meine Entscheidung, Sexy Horst, steht. Bis drei. Caro Flasch ist dabei, Hardy. Oliver Pocher wieder die richtige Entscheidung getroffen und passend die Handbremse gezogen. Also Respekt auf jeden Fall vor seinen Entscheidungen bislang. Jetzt ist 2000 gesetzt vom Philipp und das wird dem Philipp jetzt richtig kosten. Was war denn im letzten DM? Keine Angst zeigen, Hardy hier. Geh mal so auf 4.000 bis 5.000 hoch. Dann kriegst du auch noch eine Was, P2? Schau dann bitte. Oh, er callt nur. Da, dazu. Es gibt nur eine einzige Hand, die ihn schlägt. Ja? Ach, P1, der ältere. 1900. Da hätte er nochmal noch ein paar Tausend rauslutschen können vom Wildcard-Gewinner. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich freue mich da immer. Ein strahlendes Gesicht. Ich musste mir das Grinsen auch gerade echt verkneifen, ohne Scheiß, das ist so schwer. Schade, dass ich kein Pulsmesser habe. Ja, ohne Scheiß. Gab's mal das Prinzip, aber bei Elton gab es das. Der Puls war aber immer zu hoch. Ja, das hat aber grundsätzliche Probleme. Das ist genauso wie, zu 200. Als wenn man den Blutzuckerspiegel bei ihm messen würde. Ist gut gemacht, Kev. Da war wohl Schinkschlag schon nicht ganz fair, ne? Miese Brise, Kev, miese Brise, sag ich dir. Miese Brise, ey. Kev wieder mit einer soliden Starthand, aber auch Oliver Pocher wieder. Die beiden werden jetzt wieder aufeinander treffen. 200. Ass Bube bei Kev, König Dame bei Oliver Pocher, der bisher wirklich sehr, sehr gute Starthände kriegt, aber immer so nur die zweitbeste Hand. Das Oliver Colt. Ja, meine Entscheidung, dass Oliver Pocher der Süßeste ist, wird online nicht angenommen. Ich vermute, dass ist einfach die fehlende Erfahrung Check. Der Leute. Vier Spieler. Aber ja, Luca ist auch sehr süß. Wenn es euch glücklich macht. Kev? 500. 500. Ass getroffen und massiver Favorit hier. Ich glaube nicht, dass irgendeiner der anderen bezahlt. Nee. Stimmt, der Kill. Entschuldigung. Ihre Brille, Maestro. Hardy raus, Oliver Pocher geht raus und ich denke auch Sturmwaffel, der jetzt, glaube ich, das erste Mal überhaupt erst involviert ist. Nee, der geht mit. Oh. Check. Das ist aber nicht so gut. Weiß nicht, was er da, ob er da eine Geschichte erzählen möchte oder. 500. Im Moment nicht mit Happy End die Geschichte. Er kann theoretisch nur gewinnen, wenn er jetzt einen Bluff ansetzt. Wenn er Kev mal richtig unter Druck setzt, vielleicht mit einer Erhöhung auf 3.000, 4.000. Ja, doch. Ich habe am Anfang hinkommen. Ich habe das gemerkt, dass man Kev so gierig wird. Bitte. Und das darf man nicht. Er bezahlt mit König hoch, kein Paar. Überraschenderweise. Und Kev baut seinen Vorsprung weiter aus. Alles gut, ey. Alles gut. Irgendwann wird es sicherlich, dass man falsch macht. So, aber du weißt, du das nicht zeigen mit müssen. Mit LPP10 auf Platz 6 der Twitter-Trends. Gut, alles klar. Wie, hätte nicht zeigen müssen? Nein. Also was müssen die Leute machen? Ne? Was würdest du sagen, was die für Kommentare jetzt da zum Beispiel schreiben können? Oder wie kann man das Ganze noch weiter nach oben pushen? Ich finde es auf jeden Fall interessant, ein paar Comments reinzubekommen, mit denen ich arbeiten kann. Deswegen würde mich auf jeden Fall interessieren, auf wen ihr tippt. Und ich bin auch absolut offen für Gerüchte, weil wir haben hier eine sehr hübsche Frau am Tisch und sehr viele junge, hübsche Männer. Und es kann nur einen geben. Wer wird es sein? Oder ist es am Ende vielleicht Gabi, die Diana nachher nach Hause nimmt? Ja, neue Problem. Tochter. Alles Möglichkeiten. Also sollen die Leute sagen, wer der hübscheste Junge am Tisch ist auch, oder? Ich bin offen für Paarungen. Oh. Ich finde Paarungen sehr interessant. Gabi, Diana, Pocher, Konkrafter, Lukas, Gabi, Tschüss. Diana, Freddy. Alles möglich, aber gerne auch, wen seht ihr vorne? Wo glaubt ihr, wird es jetzt wirklich krachen? Wer fliegt als nächstes raus? Das ist auch was, was mich wirklich interessiert. Weil im Endeffekt entscheidet das die Twitter-Community und nicht das Spiel. Aber da sollte man doch bei Facebook dann nochmal, weil da kann man ja im Moment immer noch die PlayStation 4 gewinnen. Ne? Absolut. Auf Facebook könnt ihr die PS4 gewinnen, wenn ihr das reinschreibt. Und auf Twitter könnt ihr mit dem Hashtag LPP10 mich erreichen. Dann gucke ich mir das an und lese vielleicht nachher mal ein paar Tweets vor, wenn was Interessantes reinkommt. Also bei Facebook ist es LPP Live.
Und da gibt es dann einen entsprechenden Hinweis dann auf dieses Gewinnspiel. Ihr müsst nur unter dem Video dann sagen, wer denkt ihr, wer gewinnt hier heute Abend. Christian K. 84 hat schon seine Vote abgegeben. Für ihn ist heute Abend Gabi die mit Abstand hübscheste Frau am Tisch. Sie hat jetzt ja auch nicht so viel Konkurrenz, wenn nur eine andere Frau am Tisch ist. Aber so ist das wohl. Beide sehr hübsch, oder? Absolut, ich wollte jetzt auch gar keine Vergleiche anstellen. Neues Herzrunde, Kev. So nur Gurken unterwegs hier. Wifi D, der Einzige mit dem Treffer, mit dem Zehnerpärchen bislang. Oh. Muss er nicht mindestens das, was Big Blind ist, setzen? Ach so. Danke. Richtig. Ich frage einfach. Ich frage einfach nach. 200. Pass. Oh, der Oliver Pocher, ich glaube, der kennt sich doch ganz gut aus. Nein, nein, so ich habe einfach nur an das Statement. Ja, komm. Sehr gut, wenn einer die Regeln zu Beginn kennt. Der Show dahin gelegt. Gecallt. Heads up. Oh, Mann. Ah ja, die zwei jetzt. So, Köpfe hoch. Nochmal 200 Hardy rein. Zählt eigentlich das Hardy Ass als 1, wenn man hätte 1, 2, 3, 4, 5? Heute schon. Komm, die 2 hast du getroffen. Also leg was rein. Also wirklich, zählt die als 1 und als Ass. Wollen wir mal ein kleines Spielchen machen? Ich leg mal 200 rein. Oder? Höher gehen oder ja, kann man kannst du auch die Chance rein. Sein, den Pot 500 an, nämlich wenn der Wi-Fi eh gepasst hätte, aber ja. Dann muss er sich strecken. Dann, der erhöht auf 500. Klar, ich call das, ne? So, ich muss jetzt aufdecken das Erste. Ich hab ein Zehnerpärchen. Süß. Ach. Ja, nee, komm hier. Ja, wir sind hier wirklich. Ich glaube, er hat eigentlich gewonnen, er wollte nur ein paar Chips überlassen. Ja, ja. So, weitere wichtige Chips für Wife HD, nachdem der Start ja nun sehr, sehr holprig war. Ja, beim Poker kann alles passieren. Stimmt schon, stimmt schon. So. Und wir schalten einfach nochmal rüber zum Sofa, zu Kelly und wer da noch so alles sitzt. Ich glaube, Fabian, und der ist betrunken, habe ich gehört. Ja, denn mittlerweile sind es auch Kelly wir und wer hier. Noch so alles und wer da noch so alles ist. Wie heißt denn die? Das ist voll ein Chaos, die jetzt auch da bei uns sitzt und das Geschehen von hier verfolgt. Sehr spannend bislang. Findest du schön hier? Ja, es ist sehr gemütlich und es ist so bunt alles. Ja, weil Mikro. Ach, die hat kein Mikro. Ja, man hört dich jetzt gar nicht. Jetzt hört ihr mich. Es ist sehr bunt alles, hast du gesagt. Es ist sehr bunt. Auch du bist heute wieder sehr bunt. Sehr schön. Ja, ja. Rot. Rot. Rot, 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 pink. Schwarz, schwarz, schwarz. Schwarz. Meine wie meine Seele. Rot, schwarz, das zeigt man halt. Und ja. Natalie ist auch schon zum Einsatz gekommen. Ja, sehr erfolgreich. Ja, bitte. Wir sehen ja schon auch viele Leute twittern. Ja, ihr eskaliert total. Total gefeiert von seinen Fans. Sturmwaffe. Von den Zuschauern. Sturmwaffe. Die sind ganz fleißig am twittern, meine Leute, alle. Der hört jetzt gerade nichts, der isst gerade ein Wurstebrot. Ja, ein Wurstebrot. Natalie ist natürlich auch ein bisschen ein undankbarer Job, ne? Denn jeder erwartet, wenn der Poker-Star reinkommt, der richtig pokern kann, dann gewinnt der halt einfach mal. Ist schon ein Kackgefühl, ne? Ja, hat es eingangs ja schon gesagt, ne, der George letztes Mal reihenweise weggeworfen und dann, und dafür habe ich mir jetzt die Eier rasiert. Ich kann ja nur das machen, was ich für richtig halte und wenn dabei nichts rauskommt, dann... Wenn der halt nur Scheiße auflegt, kann man halt... Aber es spricht ja für die Leute, dass sie Natalie bisher noch nicht geholt haben. Also, dass sie gut spielen. Dass sie gut sind. Ja. Bis auf einer. Immerhin. Aber was machst du denn dann den ganzen Zeit? Du musst mich einfach unterhalten. Du stehst bereit. Ich will auch mal unterhalten werden. Was soll ich denn? Ja. Ja. Da läuft doch was. Ich bin die ganze Zeit am Handy und du laberst mich voll. Da läuft doch was. Die redet gar nicht mehr. Die ist die ganze Zeit am Handy. Das ist die Generation. Gerüchteküche. Jetzt reden wir wieder alle durcheinander. Was haltet ihr denn davon? Läuft zwischen Diana und Hardy was? Hat hier gerade jemand getwittert? Findet ihr das? Jetzt kommt hier Gott. Jetzt wird es hellhörig. Jeder hat Twitter sagt, geht da nicht was? Wer hat zwischen, denn noch zwischen Hardy und Diana? Das ist die Frage. Immer die Frauen am Tisch sind immer da. So, haben die was miteinander? Haben die was? Ja. Die Füße sind eigentlich unterm Tisch. Wie kommen die denn da drauf? Keine Ahnung. So, jetzt also haben wir es ja ausgeredet. Wir sitzen hier schon so voll so. Ich würde sagen, es ist die perfekte Zeitpunkt. Die perfekte Zeitpunkt. Die perfekte Zeitpunkt. Das wäre super. Dankeschön, um in die Werbung zu gehen. Werbung? Oder? Tschüss. Tschüss jetzt.